Willkommen zur ersten Folge von Marks Bigfoot Barbecue. Heute zeigen wir euch, wie man leckere Chicken Lollipops macht. Viel Spaß beim Nachgrillen! Ja, hier sind dann auch schon die Zutaten, die wir benötigen. Wir brauchen einmal frische Hähnchenkeulen. Sehr schön. Und dann verschiedene Gewürze. Wir nehmen immer Don Markus Gewürze. Wir haben vieles ausprobiert, sind einfach die besten. Das ist ein scharfes Gewürz und das ist ein Senfgewürz. Ganz was Feines. An dieser Stelle auch liebe Grüße an unseren Freund Don Marco. Ja, Honig-Senf-Soße, Barbecue-Soße und ganz wichtig, ein lecker Kölsch. Das brauchen wir auch. Ja, dann kommen wir jetzt zur Vorbereitung der Hähnchenkeulen, um daraus ein paar schöne Lollipops zu machen. Zunächst mal schneiden wir unten mit einem großen scharfen Messer diesen Knochen ein wenig weg. Das hat den Vorteil, dass ich die Lollipops später ganz hervorragend hinstellen kann. Und dann fangen wir an, einmal ringsum einzuschneiden. Und das ganze Fleisch und die ganzen Sehnen schön durchtrennen, damit ich den einen Teil nach oben und den anderen Teil schön nach unten stutzen kann. So. Schön weit nach unten, soweit es geht. Da ist meistens noch so ein kleiner Knochen, der raussteht. Den kann man ganz gut mit den Fingern unten rausreißen und weg damit. So, schön weiter nach unten damit. Die überflüssigen Sehnen einfach abschneiden. Anschließend dann oben, am besten mit dem Messer ein wenig zurechtschneiden, einfach ein bisschen befreien, damit ich den Knochen besser sehen kann. So, manchmal ein bisschen hartnäckig, wunderbar. Jetzt nehme ich am besten wieder ein größeres, scharfes Messer, denn ich fange jetzt an, den Knochen dort genau an der Stelle einfach abzudrücken, zack, wunderbar. Das sieht einfach am schönsten aus. So, noch ein bisschen was für die Optik. Und noch mal was zurecht rücken, so. Und ja, fertig ist im Prinzip schon unser Chicken Lollipop. Und weil das Ganze so schön war, zeige ich es euch nochmal. Also unten erst den Knochen weg. So. Und dann schön einmal rundherum wegschneiden. Wunderbar. So.
und dann einmal nach oben. Und direkt wieder ein bisschen was den Knochen befreien. Große Messer wieder einmal ab. Wunderbar. Und den Rest einfach nochmal nach unten wegstreifen. Bisschen in Form bringen. So, eigentlich ganz einfach. Und so sieht das Ganze dann aus. So, nun kommen wir zum Würzen und dazu werden die Lollipops schön von allen Seiten mit dem Gewürz bestreut. Ja, unten auch noch was, das sieht gut aus. Wunderbar. Wie gesagt, eurer Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Hier benutzen wir heute zwei verschiedene. Das ist der Carolina Mustard von Don Marco. Ein äußerst frisches, senflastiges Gewürz. Ganz, ganz toll und hervorragend für Geflügel geeignet. Auch hier einfach schön von allen Seiten gut bestreuen. So. Unten. Wunderbar. Ja, das machen wir dann mit allen unseren schicken Lollipops. Das Ganze sieht dann so aus. Man kann natürlich auch zum Beispiel ein scharfes Gewürz nehmen. Macht das, wie ihr wollt. Der Barbecue Booster von Don Marco ist äußerst geeignet auch für diese wunderbaren Geflügelteile. So, über Nacht in den Kühlschrank. Damit die Marinade gut einziehen kann, so sieht das dann am nächsten Morgen aus. Ganz toll. Und jetzt noch was ganz Wichtiges. Damit der Knochen nicht schwarz wird auf dem Grill und das optisch einfach viel besser aussieht, umwickeln wir jetzt den Knochen ganz einfach mit einem Stückchen Alufolie. So reicht das schon. Wunderbar. Jetzt geht's raus an den Grill und wir benutzen natürlich unseren Weber Kugelgrill, das Beste, den nehmen wir. Man kann alternativ auch zum Beispiel den Smoky Mountain Cooker oder einen Smoker benutzen, überhaupt kein Problem. So, Kohlen werden vorgeheizt, noch nicht ganz fertig. Ja, besser. Einmal gut durchgeglüht und jetzt auf den Grill damit. Wir grillen indirekt. Das heißt, die ganze Kohle ist auf die Seite des Grills gepackt worden. So, wunderbar. Und dann fehlt natürlich noch was. Das Gitter drauf. So. Ja, zumachen und auf Temperatur bringen. Wir werden das Ganze bei ca. 140 Grad 2 Stunden auf dem Grill lassen. Dazu nehmen wir eine Aluschale, ein ordentliches Stück Butter rein, Tür zu. So, mal schauen. Ja, die Butter ist geschmolzen. Jetzt können unsere Lollipops auf den Grill. Einmal richtig in die Butter setzen. So. Und dann geht's auch schon los. Hier füge ich noch ein bisschen Holz hinzu, das gibt dem Ganzen einen leichten Rauchgeschmack, kann man machen wie man will, ist aber eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Ja,
los geht's. Also, wir grillen auf 140 Grad und lassen das Ganze 2 Stunden lang auf dem Grill. Mal nachsehen. Oh, klasse. Nach 2 Stunden sieht das Ganze dann so aus. Und dann nehmen wir erstmal unsere Lollipops vom Grill runter. Ja. Keine Angst, die kommen jetzt gleich nochmal drauf. So, jetzt gibt es sozusagen den letzten Anstrich. Dazu tauchen wir unsere Lollipops frisch vom Grill einmal in die Barbecue bzw. in die Honig-Senf-Soße. Das Ganze einmal schön drehen. Ja, das sieht toll aus. Und dann ab beiseite. Ja, und natürlich die mit der Senfmarinade in die Honig-Senf-Soße. Auch hier einmal drehen. So. Und fertig. Ja, jetzt kommt das Ganze auf ein Gestell. Klasse, sehen jetzt schon lecker aus. Und dann kommen die ganzen Jungs nochmal auf den Grill. Das hat den Sinn und Zweck, dass die Soße noch ein bisschen besser karamellisiert und einzieht. So, ruhig auf die indirekte Seite ganz rüberstellen, damit es jetzt nicht noch zu heiß wird. So. Klasse. Ungefähr 30 Minuten sind vorbei und wir schauen nach. Mann, fertig. Ganz, ganz toll geworden. So, einmal vorsichtig vom Grill runternehmen. Als letztes entfernen wir dann natürlich noch die Alufolie von den Knochen. Und wie man sieht, überhaupt nicht verbrannt, auch überhaupt nicht dunkel geworden. So soll das dann am Ende auch aussehen. So, auch hier nochmal, runter damit, wunderbar. So, ja, und damit sind unsere Chicken Lollipops nun wirklich fertig und können serviert werden. Das Privileg des Grillmeisters ist es natürlich, die Sachen direkt probieren zu können. Schaut euch mal an, da spritzt der Saft noch raus, wie zart und toll die geworden sind. So soll es sein. Mmh, lecker. Mir bleibt nur noch eins zu tun, die letzte Zutat zu verwenden. Und das war unser lecker Kölsch, das wir hier in Köln so gerne haben und schätzen. Und das ist deshalb die wichtigste Zutat, weil man so ein lecker Kölsch immer brauchen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ah.